Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Ich bin jetzt gleich mal dabei, unsere Power-Dingens auszurüsten. Power-Dingens, was rede ich da? Unsere mächtigen Sachen, Zauber und so weiter. Wir müssen Viecher ausrotten. Wo waren denn die Handgranaten? Waren die bei der Munition? Ne, es ist ja Blödsinn, ne? Lalala. Da. Die werden wir jetzt auch schmeißen tun. So. Ich hoffe, das klappt irgendwie. Okay. Okidoki. Also. Ich habe keine Ahnung. Okay, das war zu wenig weit. Das war auch zu wenig. Wir rennen mal ein Stück. Wir rennen noch ein Stück. Hey, du Depp! Ups. So. Dann werden wir es gleich mit dem hier probieren. Geht nicht. Jetzt? Okay, das war für die Fisch, glaube ich. Der ist verreckt. Das ist sehr gut. So. Mistviech Nummer 2. Au. Ray, du darfst auch. Das dritte Viech haben wir scheinbar gar nicht gepult, ha? Ich muss auf jeden Fall dann was essen, trinken, alles zusammen. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Au. Ha, nichts erwischt. Drecksviech. Zack, zack, zack. Komm nur her, du Viech. So, auf die 12. Sehr gut, das haben wir auch geschafft. Ha, schockschwere Not. Gut. Geht ja. Ja, da essen wir gleich 2 von den Sachen. Dann heilen wir uns recht lange. So, das ist speicherungswürdig, da habt ihr recht. Abracadabra, Simsalabim, den nehmen wir. So. Passt. Dann rennen wir mal ein Stückele. Handgranaten habe ich jetzt auch schon fast alle verbraten. So muss das ausschauen. So. Das explodiert ein bisschen zu lang, ha? Keine Ahnung, ob wir das Viech überhaupt erwischt haben. Ich glaube fast nicht, ha? Na, gar nichts erwischt. Ah, nicht schlecht. Ja. Boah. Halt, Viech, stehen geblieben. Au. Hey, das ist unfair. Das ist echt unfair. Also das hat jetzt nicht sein müssen. Wirklich nicht. Pfui. Schäm dich. Da, haben wir die Handgranate ausgepackt. Was zu essen noch vorher. Oder nebenbei. So. Aber jetzt. Irgendwie mit dem Schmeißen tue ich mich, glaube ich, noch sehr schwer. Ah, jetzt haben wir es erwischt. Ja, gar nicht so wenig Schaden angerichtet. Dafür ist das Viech jetzt leicht angry, glaube ich. Ja, trinken wir mal was. Also Respekt an den Händler, dass der bei der Straße überfahren hat können. Ja. Weg mit dir, Mistviech. So muss das ausschauen. Passt. Sehr, sehr gut. Und dann haben wir hier den Karren, nicht wahr? Vorratskiste. Kleiner Heiltrank. Noch eine Kiste. Und noch eine Kiste. So, dann nehmen wir das mit, was da noch liegt. Goldbrocken, Wasserflasche. Mehr nicht? Ja, besser als nichts. Gut, das hätten wir. Dann können wir noch diese Blume da mitnehmen. Dieses Wolfs... Na, Seelenkraut war das, genau.
Und wir porten uns zurück. So. Ja, bitte. Jetzt hätten wir aber eigentlich schlau sein können, ne? Und hätten noch vorher können, die andere Quest machen. Ja, ja, so schlau war ich jetzt wieder nicht. Ist eh nichts Neues. Servus. Ich hab dich klumpert. Ich denke, ich habe deine Waren gefunden. Wirklich? Ja. Hier, sind sie das? Ja, das sind sie. Vielen Dank dafür. Wenn du möchtest, kann ich dir jetzt auch etwas verkaufen. Und wie versprochen, deine Belohnung. Was möchtest du haben? Ich würde ja vorschlagen, du nimmst dir alles, was du willst. Jetzt werd mal nicht gierig, Bürschchen. Ich möchte einfach bezahlt werden. Ich möchte ein paar deiner Waren haben, die ich dir gebracht habe. Ah, gib mir mal das Geld. Ich möchte einfach bezahlt werden. Wie du möchtest. Mehr kann ich dir leider nicht geben. Den Rest brauche ich als Wechselmaterial, wenn ich etwas verkaufe. Ich werde jetzt in den Hort gehen. Wenn du etwas kaufen willst, findest du mich dort. Alles klar, aber zuerst hier. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Alles klar. Wenn er schon mal da ist. So eine Handgranate ist gar nicht teuer eigentlich, ne? Krempel, sehr freundlich. Streng sehen könnte man alle 10 kaufen. Kostet eh nicht die Welt. Ein Eintopf, brauchen wir nochmal nicht. Brause, gut, erhaltene Konservendosen. Ein Schnabel, Fell, bla bla, Rezept, Steakteller. Braucht man nicht, das können wir glaube ich schon. Schließlich haben wir das schon ein paar Mal gefuttert. Ja. Von dem Klumpert haben wir auch noch genug. Ich glaube, das können wir lassen. Also Eintopf hätten wir gar keinen mehr. Deftig und dickflüssig, Mahlzeit. Ja, nein, ich glaube, das lassen wir so. Passt. Ja, möchten wir. Ich bedanke mich. So, da sind wir nochmal ein Stück rein. Tut mir leid, ich bin ein bisschen doof jetzt gewesen mit der einen Quest. Ignaton. Ursache und Wirkung war es, glaube ich, ne? Was wir noch machen wollten. Ja, genau, da oben. Tut mir sehr leid, aber wir müssen dann gleich darauf. Okay, wird schwer. Also, darüber. Ah, da haben wir schon ein nächstes Opfer für uns. Die Blume nehmen wir auch mit. Wartet kurz. Da grunzt er uns schon an, das Viechele. Ja, na du. Ich glaube, ich hau dir einmal eine rein. So. Das Biest kaufe ich mir. Ja. Das war mein Sinn und Zweck. Au! Ja. Immer feste drauf. Zack. Ah, wieder ein bisschen warten und Wumms. Zack. Ja, so langsam kriegen wir das Viech hier down. Komm her. Ja, komm zu Papa. Komm zu Papa. Zack, zack, zack. Immer schön fester drauf. Es ist echt toll, dass man da einen Partner mit haben darf beim Spiel. Das war halt echt schon oft anstrengend bei Gothic, ne? Ohne so ein Helferlein. Und? Au! Und das hat super hingehaut. War nicht. So, ich soll noch mal was trinken gehen. So, runter damit. Sehr gut. Ah, Ray macht das schon alleinig. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut. Was nun? Ich würde sagen, speichern. So. Das ist gut gelaufen. Passt. Und dann hatschen wir weiter. Da haben wir ein Heilblumi. Ja. Ja, aha, da haben wir einen Beißer, ja, Reißer. Reisfleisch, komm her. So, der hat mich nicht getroffen, weil er leer war. Ab und zu kann ich ja was.
Zack. Und Wumms. Au. Ja, das habe ich super hingekriegt. Dem ist ja nichts hinzuzufügen. Na, nicht dich. Passt. So, ja, mit deinem Zeug. Und weiter geht's. Natürlich speichern, da habt's recht. So, jawohl. Und immer fröhlich weiter. Ladida. Ladida. Alter, was ist, geht da draußen ab? Ich glaube, da werden Karabiner geschossen. Karabiner? Heißt das so? Keine Ahnung. Irgendwas scheppert da draußen. So, Feuerwerk ist falsch gesagt. Ich glaube, da heiratet jemand. Da gibt es bei uns so... Aha, was ist das? Ah, du. Da. Eine Blutzahl. Und da draußen ist gerade Lärm ein bisschen. Also ich... Ja. Ich hoffe, ihr kriegt es nicht mit. Hin ist er. So. Ansonsten tut es mir sehr, 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 sehr leid. Lalala. Achso, stimmt. Das könnte auch wegen die Ostern sein. Das muss jetzt gar nicht unbedingt zwingend... Super, der ist umgebracht worden für eine Zigarette. Ja, arme Sau. Was wollte ich sagen? Das könnte jetzt auch sein, dass... Boah. Dass es wegen die Ostern ist. Ist wahrscheinlicher. Es ist ziemlich weit da hinten, kann das sein? Wie komme ich da hin? Die Lava ist kein guter Dings zum Durchhatschen. Ich glaube, da muss ich einfach den Berg herum. Wieder zurückgehen und einfach den Berg rauf, dann passt das schon. Dann werden wir schon irgendwie hinkommen. So, ruck. Aber wenigstens haben wir die eine Zigarette gefunden, das ist schon mal was. Ja, ja, die Welt ist hart. Für eine Zigarette umgebracht. Aha, kommen wir da hoch? Könnte sein. Aber ob das sich was bringt, ist die Frage. Da vielleicht? Oh, das schaut schon mal nicht so verkehrt aus. Aha, das geht's nicht aus. Da haben wir zu wenig. Wenig. Ein bisschen warten. So 2-3 Jahre, dann ist das gleich aufgefüllt. So. Das hier klappt ja schon mal. Jetzt sind wir oben drum. Oh je. Schon wieder so ein Chimärenviech. Ungesund, ungesund. Mal schauen, dass wir gut vorbeikommen. Maradona. Wir müssen da irgendwie darüber. Da vorne ist, glaube ich, ein Weg. Schwitzi, schwitz, schwitz. Wenn uns die Chimäre angreift, sind wir erledigt. Tut schon irgendwas so komisch. Puh. Vielleicht sind das die Schattenläufer von Gothic. Diese Chimären. So, ein Heilkraut für uns. Da ist noch ein Pflanzerl, glaube ich. Kleines Mana-Kraut. So, da haben wir auch noch was. Und dann ist da hinten eine Höhle. Mit einem toten Kleriker. Oh weia. Das ist nicht gut. Ich vermute, hier ist wieder so eine Chimäre drin. Schauen wir es uns einfach mal an. Wir speichern hier draußen. Oh weia. Ah, das können die...
Rotmulch. Aha. Mutanten vielleicht. Das mit den Mutanten gemeint. Der erste Sieg. Ich mach das. Ich muss dringend mal was saufen. Okay. Okay, wir haben... Okay. Die gehen, die sind machbar. Ich muss es nur gescheiter angehen. Okay. Ja. Learning by doing. Also gut, wir sind angeschlagen. Das heißt, wir saufen mal was. So, ist gut. So. Dann werden wir hier noch einmal speichern, dass wir uns wegsparen. So, falls ich wieder krepiere, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Und dann locken wir sie mal ein bisschen nach draußen. Oder auch nicht. Komisches Viecherwerk da echt. Wow, da ist irgendwas Großes, da ist was Großes. Ich will weg. Oh mein Gott. Um Gottes Willen, Ray. Alter. Bist du narrisch. Ich muss mal wegfliegen. Ich muss mal was nehmen. Au! Bist du narrisch. Das wird Ray nicht allzu lange überleben, glaube ich. Wo rennst du hin, du Viech? Au. Ja, ja. Ich glaube, das ist unter... Das haben die jetzt als... oh Gott. Das sind die Mutanten, nehme ich mal stark an, ne? Oh Gottchen, wie schafft man das jetzt? Ich würde sagen, wieder rauslocken. Nicht alle auf einmal. Okay. Und mit Bömpchen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass die uns da helfen könnten. So. Wow. Vielleicht soll ich auch einen Steam verwenden. Hätten wir da irgendwas? Ah, Fähigkeiten, falsch. Inventar. Wo haben wir es denn da? Haben wir Steams? Antitoxin, dickes Blut, Resistenz Bluten. Feuerteufel, Resistenz Feuer, Überleben. Ein höherer Überlebenswert. Ich glaube, wir nehmen das da. Au! Bist du deppert, ey. Das ist ja nicht zu glauben, sowas. Ray, wo bist denn du schon wieder? Der Kerl ist immer irgendwie weg. Das ist ungeheuerlich. Ich hab drei Viecher, Ray. Wo bist du? Ich glaube, Ray ist gerade verreckt. Ah, ich glaube, er kämpft noch. Ich werde gleich hier sein. Schnell was trinken. Alter Schwede. Ja, los, haut drauf. Keine Energie mehr. Alter, alter, alter. So, der sah hin. Jetzt fällt eigentlich nur mehr der große Schirche. Der mich einfach umhaut. Wieso sind die so hässlich? Alter. Jetzt hat es gar nicht so schlecht ausgeschaut. Verstehst? Unglaublich. Ich wollte nur eine Handgranate reinschmeißen. Frechheit. Geh ein Stück weg. Kann man nicht einmal sein Inventar machen, verstehst? Kriegst schon wieder voll gerne mal auf die Fresse. Unglaublich. So, ich wollte einen Steam verwenden. Steam, ja, passt schon. Dickes Blut wollte ich eigentlich verwenden. Hierhin. Und Munition. Wo war das jetzt schnell? Handgranate. Hierhin. So. Na gut. Also. Das. Und. Ja. Das müsste mal reichen. So, komm mal her. Solange jetzt nur... Okay, es sind zwischen zwei da.
Nur wieder aufpassen. So, ich hoffe, der erste ist gleich mal hin. Passt. Nur wieder aufpassen. So. So, wieder ein bisschen aufpassen. So, der rennt schon wieder weg. Hallo. Viech. Alter, der Part ist auch schwer zu Ende. Ich werde wieder verrecken, das spiele ich jetzt schon wieder im linken Hüftknochen. Weil ich habe schon wieder keine Energie, gar nichts. Ich müsste jetzt dringend mal was trinken. So. So. Oh Gottchen, ey. Was, der ist auch erledigt. So, und jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's schwierig. Aha, da ist noch so ein kleiner Dreckskerl. Mach um. Blöde. Au! Drecksenergie. Alter, ich muss wegfliegen. Bist du deppert. So. Nochmal schnell was essen. Steam ist, glaube ich, aus. Okay, wir haben, glaube ich, keine Meter gegen das Viech. Der Part hat jetzt Überlänge. Tut mir jetzt schon furchtbar leid. Ray ist hin, kann das sein? Alter Scheißdreck. Jawohl. Ray ist, glaube ich, echt erledigt. Wir sollen den jetzt allein besiegen. Ray? Wo liegt denn überhaupt? Super wert, das Viech zu resetten. Ja, so geht's auch. Ta, ich wusste, ich stirb. Okay. Das ist echt ein hartes Stück Arbeit. Werden wir im nächsten Part hoffentlich vorankommen. Du liebe Zeit. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Es tut mir sehr leid. Es geht schon herum, das Fehlerei. Die Fehlerei, es ist schrecklich. Auf jeden Fall bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Desaster hier seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!